Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Ausgabe der Top 10 Downloads von der OMSI Webdisk. Einiges ist natürlich zusammengekommen, viele, viele Repaints, aber auch nützliche Tools sind mit dabei. Das gibt's jetzt hier in den Top 10 Downloads. Auf Platz 10 mit 341 Downloads findet ihr hier die Fahrerschutzscheibe für Citaro Facelift und LE. Fahrerschutzscheibe der Firma Hubner wurde hier dargestellt. Das ist eine Mod für Citaro Facelift LE, der die Fahrerschutzscheibe der Firma Huber darstellt. Diese Mod müsst ihr eigenständig einbauen. Passende Einträge liegen in der README vor. Diese Fahrerschutzscheibe ist ein festes Objekt, was sich nicht bewegen lässt. Das unerlaubte Veröffentlichen auf anderen Seiten und Foren ist strengstens untersagt. Das Ganze wurde erstellt von Michi, wenn ich das Ganze jetzt hier richtig lesen kann, und ist auf Platz 10. Den Link packe ich euch selbstverständlich unten wieder in die Videobeschreibung mit rein. Falls euch das Ganze interessiert, dann installiert das Ganze doch mal. Auf Platz 9 mit 381 Downloads finden wir hier eine kleine Euro 3 Motorsound Erweiterung für den Citaro V5. Das Ganze wurde erstellt von Toms Copper. Ein neuer Euro 3 Soundmod, wo ein OM906 HLA dazukommt. Dies ist eine Erweiterung des Citaro V5 und Citaro V5G. Ich habe euch mit Absicht das kurze Video mal hier einblenden lassen, damit ihr mal den Sound hören könnt. Er schreibt, hier ist ein kleiner Soundmod-Erweiterung mit einem OM906 HLA-Motor im Solo- und Gelenkfahrzeug plus extra Boosterteilen. Unbedingt die README beachten. Den Link packe ich euch selbstverständlich unten wieder in die Videobeschreibung mit rein. Ladet euch das Ganze runter, falls ihr mehr Sound für den Citaro V5 haben wollt. Auf Platz 8 mit 412 Downloads finden wir hier die alternative AI-List für Alheim V4. Fügt eine alternative AI-List mit Standard MAN hinzu, um die Performance der Karte zu optimieren. Hey, zusammen auf manchen Computern entstehen beim Fahren der neuen Map Alheim V4 Performance-Probleme. Primär entstehen Nachladeruckler. Ein Hauptproblem dabei ist die AI-List und die Fahrzeuge. Während diese ersetzt, zum Beispiel durch die Standard-MANs, die von OMSI mitgeliefert werden, steigt die Performance erheblich. Das wiederum kann ich tatsächlich bestätigen, denn ich habe die Harlicon KI-Fahrzeuge drin und seitdem keine Probleme mehr mit der Karte. Also wenn ihr das Ganze selbst mal ausprobieren wollt, findet ihr die alternative AI-List für Alheim V4 unten in der Videobeschreibung und das Ganze wurde erstellt von Flint. Auf Platz 7 mit 457 Downloads finden wir hier die PDF-Fahrpläne, Fahrplanausdruck von der Karte Alheim V4. Das Ganze wurde erstellt von FDUB 501. Übersichtliche PDF-Fahrpläne von Alheim V4 mit fast allen Linien, außer die Schulbus und der Corona-Express. Ich habe mal ein paar Fahrpläne erstellen lassen, um besser den Takt und so weiter zu erkennen. Diese enthalten die jetzigen Standardlinien von Alheim V4 ohne Schulbussen und Corona-Express etc. Das ist hier zum Beispiel ein Beispielbild, welches wir jetzt hier aktuell sehen. Und das könnt ihr euch ganz genau runterladen auf der OMSI Webdisk. Link, wie immer, unten in der Videobeschreibung. Auf Platz 6 mit 458 Downloads finden wir hier für den Setra S415 NFV2 das AVG Alheim und Rossdorf Reisen Repaint. Das Ganze wurde erstellt von Busfan Bayern. Zu den Piktogramm-Logos, die habe ich selbst erstellt, beziehungsweise welche von Alu AVG Repaints, die bei Alu mitgeliefert waren, genommen und selbst auf den Alheim V4-Stil angepasst, wegen Copyright. Das Ganze ist eine einfache Installation. Wie man Repaints heutzutage installiert, sollte man natürlich wissen. Das Ganze, wie gesagt, 458 Downloads. Wer sich das Ganze gerne mal angucken möchte, findet den Link natürlich unten in der Videobeschreibung, aber selbstverständlich auch, wie immer, auf der OMSI Webdisk.
Auf Platz 5 mit 551 Downloads haben wir das neue EVU-Design. Das Ganze wurde erstellt von Innate und mit beteiligt dazu ist der Michi, den wir bereits hier auch schon in den Top-Downloads mit drin hatten. Ich und mein Kollege haben uns jetzt dazu entschlossen, unser neues Design der EVU zu veröffentlichen. Erstellt wurde diese Mod ca. 2018 und erfüllt daher qualitativ nicht unseren derzeitigen Ansprüchen. Das Ganze ist hier eine Selbstbaueinleitung für das neue Design. Was ihr dazu benötigt, ist natürlich den Ticketbox. Ihr benötigt ein Ticketbox mit Anmeldebildschirm, Notepad++ und Grundkenntnisse Windows und Textbearbeitungsprogramme. Das solltet ihr mitbringen, falls euch ihr das gerne hier einbauen wollt. Ich auf jeden Fall finde, das sieht mega interessant aus. Hat auf jeden Fall eine schöne Form und sieht sehr, sehr aufgeräumt aus. Was haltet ihr davon? Wie gesagt, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Sonst findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung, aber selbstverständlich auch auf der OBSI Webdisk. Auf Platz 4 mit 612 Downloads befindet sich hier eine Sache, die habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Beste Performance für die Optionen, also beste Performance-Optionen. Das Ganze wurde erstellt von Finns OBSI Werkstatt. OBSI 2 Optionen für die beste Performance, bitte README für die Installation beachten. Viel Spaß! Falls euer OBSI nicht so rund laufen sollte, könnt ihr euch ja das gerne mal anschauen, aber vorher unbedingt ein Backup von euren Einstellungen machen, weil ihr werdet sie danach nicht mehr so wieder eingestellt bekommen, wie es ursprünglich mal war. Also deswegen, wenn ihr neue Optionssachen immer ausprobiert, macht immer eine Backup von euren alten Einstellungsmöglichkeiten, da wo das Ganze noch lief. Sonst findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung, aber auch wieder in der OBSI Webdisk. Auf Platz 3 mit 626 Downloads findet ihr hier ein neues Repaint für den New MRN Line City auf Platz 2 mit 874 Downloads ein weiteres Alheim V4 Repaint Pack für den MRN New Line City. Das Ganze wurde erstellt von Busspotter 179710. Ja, dieses ist ein Repaint für den MRN New Line City 12C 2 und 3 Door. Hier stelle ich euch Repaints für die neu erschienene Karte Alheim V4 zur Verfügung. Werbung folgen noch. Wenn ihr anstatt Stahlfällen gelbe Radkappen haben wollt, könnt ihr es in der CTI ja natürlich nochmal verändern. Das Ganze sieht natürlich dementsprechend so aus. Sieht sehr, sehr aufgeräumt aus, sehr hübsch, kann man wirklich sagen. Diese Repaints, die haben schon echt in sich. Wer sich das Ganze, wie gesagt, mal selbst mal anschauen möchte, findet den Link unten in der Videobeschreibung oder aber selbstverständlich auch wieder auf der OBSI Webdisk. Und zu guter Letzt gibt es jetzt hier auf Platz 1 mit 974 Downloads Alheim V4 Ansagen für den MRN in New Line City und die Hamburger Busse. Das Ganze wurde erstellt von Starken 79. Umbenannte Ansagen für Alheim V4 für den MRN New Line City und die Hamburger Busse. Leider funktionieren mit den Hamburger Bussen von Darius und dem MRN New Line City viele Ansagen nicht. Die Busse holen sich die Namen der Wave-Dateien ja scriptmäßig nicht aus den Hof-Dateien, sondern aus den verbauten Buswürfeln, Tracks, und die Namen stimmen ja nicht immer mit denen in der Hof-Datei überein. Ich habe mir die Ansagen fast alle namentlich angepasst, damit diese in diesem Bus auch abgespielt werden können. Das ist eine richtig coole Sache, wenn man natürlich gerne mit diesen Bussen spielt und keine Ansagen hat, fehlt doch im Allgemeinen irgendwie was. Starken, wie gesagt, hat das Ganze für euch jetzt fertig gemacht. Ihr könnt das Ganze jetzt runterladen und somit, ja, könnt ihr da auf jeden Fall nochmal richtig schön Alheim V4 mit Ansagen jetzt genießen. Und somit sind wir auch schon durch mit den Top 10 Downloads aus der OBSI Webdisk. Ich muss schon ganz ehrlich sagen,
Das waren letzten Monat noch andere Zahlen gewesen. Wir haben hier gerade mal Platz 1 mit knapp 1000 Downloads. Wir haben nicht mal die 1000 Downloads hier erreicht. Man muss aber dazu sagen, das war auch ein sehr, sehr trauriger Monat für Omsi. Denn gefühlt war einfach wirklich mehr außer Repaints, war kaum irgendwie was groß zu finden. Ist so eine Sache, stirbt Omsi jetzt nun doch langsam aus? Haben die Leute die Lust an Omsi verloren, hier irgendwas noch Kreatives zu machen oder so? Was meint ihr? Was ist der Grund? Liegt es jetzt dran, dass Corona jetzt wieder fast vorbei ist und man wieder draußen sich in der Weltgeschichte wieder rumtreiben kann? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, gerne mal eure Kommentare dazu hier unten einfach mal reinschreiben. Was ist eurer Meinung nach gerade los? Schläft Omsi gerade? Macht jetzt einen Winterschlaf, so wie es sich gehört? Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, was eure Theorien jetzt hier so sind. Ich verabschiede mich aber auf jeden Fall. Bedanke mich, dass du dabei warst hier bei den Top 10 Downloads und würde mich natürlich freuen über ein Like, über Kommentare selbstverständlich. Und falls du neu bist, auch gerne über ein Abo. Sonst sehen wir uns nächsten Monat hier wieder, wenn es die neue Ausgabe gibt, der Top 10 Downloads aus der Omsi Webdisk. Bis dahin, tschüss gesagt!